wäre ja schlimm gewesen. Genauso schlimm wie die Lex. Tag, juhu. Da hinten ist auch ein Flachske. Oh, Knochen. Ist auch ein Flachs gewachsen. Komm, wut. Ja, komm. Brave Skeletti. Ja, pop. Au. Tut's aber weh. Oh, hier unten war doch noch eins. Wo bist du? Wo ist mein Skelett? Wut. Ja, wo hast du jetzt geschossen? Ah, da. Komm. Ja. Ja, wunderbar. Aber keine Knochen, also nutzlos. Och, das gab jetzt auch keine Knochen von keinem von den Skeletten, weil die zwei hatte ich hier schon eben gefunden gehabt. Och, das ist ja enttäuschend. So wirklich. Jetzt bin ich traurig. Jetzt muss ich weinen. Ja, die ernte ich noch ab. Und einmal Flachs ernten, bitte. Und einmal Flachs säen, bitte. Ein kleines Superbäumchen ist mir auch gewachsen. Da brauche ich nicht jedes Mal da hinten rüber zu latschen, um den Superbaum zu holzen. Aber die wachsen wirklich so langsam, so ewig langsam, dass das nicht schön ist. So, neu säen. Wir brauchen ja immer wieder neues Futter. Futter ist immer das Wichtigste. Sonst müssten wir ja auf Zombiefleisch zurückgreifen und das ist ja doch nicht unbedingt das Wahre. Bei dem ganzen hier Rumgespiele und Rumgemenge habe ich mir nochmal Gedanken gemacht, was für ein Typ ist das hier überhaupt so, der auf der Insel hier, besser gesagt, hier so gestrandet ist. Und da bin ich so zum Schluss gekommen, das ist entweder, also so drei Möglichkeiten sind mir eingefallen. Erstens mal so der Extremtourist, der so ein Reisebüro sieht und sagt, ich will den härtesten Urlaub aller Zeiten. Auf einer einsamen Insel, Monster verseucht, können Sie mir da was empfehlen? Und die aus dem Reisebüro dann rumtelefoniert und gesagt, ja, ich habe da genau das Richtige für Sie, da gibt's Zombies und explodierende Kreaturen, sind sie ganz auf sich gestellt und können da ihr Überlebenstraining absolvieren. Da wir selber ein Reisebüro haben, wie das ja jetzt inzwischen schon bekannt sein dürfte, oh, noch ein Skelett, ist die Wahrscheinlichkeit für sowas relativ gering, weil im Ernst, der geht schon in ein Reisebüro und bucht so einen Urlaub. Kein Schwein. Dann gibt's natürlich die Lösung aller Fernsehserie, Flugzeugabsturz, verwunschene Insel und so weiter und so fort. Aber dann habe ich überlegt, ja, Flugzeugabsturz, verwunschene Insel ist ja so ganz gut, aber wir haben ja gar keinen Flugzeugwrack. Außerdem hätten wir ja dann auch das Flugzeugwrack benutzen können. Vielleicht so wie bei einem Film mit dem Tom Hanks, den kennt bestimmt auch einige von euch. Kam auch letztens erst im Fernsehen. Dass man so ohne alles irgendwo strandet. Aber ich glaube kaum, dass Tom Hanks damals es mit Creepern auf hätte nehmen können. Deswegen scheidet das auch aus. Ich glaube eher, dass das hier so eine richtig taffe, harte Sau ist. Und wenn ich richtig taff und hart meine, dann ist ja jetzt hier von dem Duke oder so die Rede. Oder von Serious Sam. Nein, das ist so eine richtig, richtig taffe, harte Sau. Und zwar habt ihr den Duke oder einen anderen von diesen Helden jemals nackig auf irgendwo gesehen?
Nein, die haben immer dicke, fette Ballermänner dabei und schießen wild um sich und sind eigentlich viel zu feige, um mal richtig einem ordentlich mit der Faust einen in die Fresse zu geben. Nein, die brauchen immer ihre Knarren und ihre Kanonen dafür. Hier ist man ja wirklich so einsam und allein. Ich glaube, der wurde irgendwann mal zum Präsidenten gerufen und da hat er gesagt, wir haben einen Landstrich, der ist verseucht von Monstern. Und da hat er gesagt, boah, kein Problem, ich flieg direkt dahin und stürz mich da ins Meer und tu da direkt alles abfarmen ohne irgendetwas. So ganz nackig. So, ich glaube, so eine richtig fette, harte Sau ist das hier, der hier gelandet ist. Das ist, glaube ich, wirklich so der tougheste Spieler, den man jemals in der Videogeschichte gesehen hat. Also Minecraft-Spieler sind die neuen harten Kerle der Computerspielbranche. Nur, dass ihr das jetzt wisst. So, hier unten habe ich leider eine ganz große Enttäuschung. Ihr habt das vielleicht jetzt beim Rumgucken auch schon gesehen. Leider, leider ist hier nirgendwo ein Dungeon. Tja. Ich weiß. Jetzt extra hier runter zu stiefeln, um so eine Enttäuschung zu erleben, ist richtig, richtig gemein. Ich wollte euch jetzt auch die ganze Zeit darauf heiß machen, habe es auch, glaube ich, geschafft. Und jetzt sowas, ja, tut mir schrecklich leid. Hatte ich jetzt auch vollkommen so beabsichtigt und ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht so übel, dass ihr mich direkt deabonniert. Aber ich wollte euch eigentlich hier unten nur zeigen, ich habe hier ein bisschen Erde setzen müssen wegen der Lava. Einige hatten gefragt, warum ich Wasser in das Loch tue. Ich erkläre es nochmal. Wenn Lava hier unten ist, wird dann nicht abgebaut. Also hier, was unten drunter ist. Wenn das jetzt aber Wasser hier drin ist, dann wird das zu Obsidian und dann baut der Quarry das ab. Eine Enderperle, komm her. Wieso immer ein Leck, wenn ein Monster da ist? Ja, komm. Ja, komm. Wo bist du? Da bist du. Ja. Und eine Enderperle. Super. Gut. Okay. Jetzt haben wir das jetzt auch geklärt. Hier unten ist eigentlich so nichts Interessantes mehr. Hier war viel, viel Lava, wie ihr seht, hier unten drunter. Ich bin noch im Überlegen, ob ich den jetzt nochmal für die letzten paar Meter hier unten anschmeiße. Aber je mehr ich den hier unten anschmeiße, desto mehr muss ich nachher auch auffüllen. Was ja dann nicht so prickelnd wieder ist. Deswegen werde ich das mal lassen. Ich bin hier auch schon in eine Höhle 2 Meter reingegangen und habe direkt ein paar Dias gefunden. Die habe ich auch direkt abgebaut, jetzt offscreen. Das war, glaube ich, hier hinten gewesen irgendwo. Ich hoffe, ihr könnt das verzeihen. Inzwischen ist unser Dia-Vorrat auch richtig schön gewachsen. Ich finde solche Querschnitte hier immer ganz faszinierend. Da sieht man mal, was es alles hier in der Erde so gibt und auch in welchen Mengen die eigentlich vorkommen. Tja. Ach so, mit dem Dia-Vorkommen, das war auch noch ganz besonders schön gewesen, weil es war tatsächlich ein 9er-Dia-Vorkommen. Ein 9er, ich habe noch niemals ein 9er-Dia-Vorkommen gefunden. Das ist wirklich mal richtig starker Tobak gewesen. Ich spiele Minecraft ja wirklich schon einiges an Zeit, aber 9 Dias auf einmal habe ich noch nicht gefunden. 8 war immer das höchste der Gefühle. Gut. So viel dazu. Ölquelle hatten wir nochmal. Ach so. Den Quarry werde ich, ihr habt ja schon gesehen, wie ich diese Pillows setze und den Quarry dann anschmache. Deswegen werde ich das nächste Mal, wenn ich offline bin, machen. Weil ich ja noch, leider Gottes, hier noch mit der Ölquelle mir was einfallen lassen muss. Die ist nämlich leider immer noch recht voll. Das war mehr, viel, viel mehr, als ich gedacht habe. Und das ist genau in dem Bereich, wo ich eigentlich minen wollte. Nur ich kann den Quarry hier nicht betreiben. Ach, ich schüpfe jetzt einfach da rein, um euch das zu zeigen. So. Wie ihr seht, ist hier wirklich, wenn ich jetzt auch mal tauche, ist hier wirklich noch bis hier unten hin Öl. Und das ist einfach zu viel. Das kann ich so überhaupt nicht lagern.
Deswegen werde ich mir da jetzt für das nächste Mal auf jeden Fall was ausdenken, weil das halt eben auch genau hier drin liegt und ich hier nicht buddeln kann, solange das Öl nicht weg ist. Und da bin ich halt eben jetzt fleißig am, ja, planen, wie ich das gemacht bekomme. Das holen wir uns mit. Nee, das holen wir uns nicht mit. Das kann nachher der Query machen. Ich will, ja, genau deswegen. Ich gleich wieder hier irgendwo in der Pampa rum. So, jetzt gehen wir nochmal schnell hoch. Ins Bett. Und dann machen wir hinten mit dem Magierturm weiter, würde ich mal sagen. Ach, Mensch. Dann machen wir hinten mit dem Magierturm weiter, weil den finde ich eigentlich sehr interessant, vom optischen her. Also das finde ich wirklich, der ist mir das Grunddesign ganz gut gelungen. Und ich hoffe mal, und ich hoffe mal, da werde ich jetzt auch vorankommen. Ja, lauf, lauf direkt vor den Eingang. Lauf direkt davor. Ich kann ja auch nicht schlafen gehen, wenn die Dinger davor rumfliegen. Gut, jetzt hatte ich die Kohle mitgenommen. So. Ach, falscher Strudel. Gut, dann holen wir uns erstmal ein paar Materialien für hinten rüber zu bauen. Ich glaube, ich habe noch einiges hinten, aber wollen wir mal nicht riskieren, gleich ohne Materialien dazustehen. So, die Öfen befeuern wir noch einmal. Das kommt weg, das kommt auch weg, das kommt weg, das kommt weg und das kommt weg. Das natürlich. Die nehmen wir mit, falls wir sie brauchen können. Den Dreck kann weg. Da tun wir noch gleich hinten in die Kiste. Gut, dann müssten wir weitestgehend alles haben. Für auf den Magierturm rauf habe ich auch meine Schüchchen. Die sind ja besonders wichtig, wenn ich oben irgendwo in diesen Sphären arbeite, dass ich immer den Schutz habe, dass wenn ich runterfalle, dass ich nicht direkt im Arsch bin. Ich glaube, mit dem Schredder lassen wir mal. Wir haben genug Materialien zur Verfügung. Was ich aber noch herstelle, das ist etwas Redstone-Wire. Weil ehrlich gesagt bin ich will ich nicht, dass mir das ausgeht. Auf keinen Fall. Ein bisschen Glas nehmen wir noch mit. Ansonsten müsste man alles haben. Eine Frage war noch wegen der Laser-Mod, ob man die Laser auch dazu benutzen kann, sich in gerader Linie zu beschleunigen. Ja, das kann man. Da hatte ich sogar ultra witzig ein Video eigentlich vorbereitet gehabt. Weil auf 1.8 war es möglich gewesen, damit, da gab es bei 1.8 den Eistrick. Beim Eistrick hat man unter sich Eis gehabt und direkt über sich Eis gehabt und ist gesprungen. Mit dieser Technik hat man eine unglaubliche Beschleunigung gekriegt, also viel mehr als mit einem Minecart.
Und das war wirklich witzig anzusehen. Da ist man nämlich gepaced wie ein Flipper. Also wie eine Flipperkugel über die Karte gepaced. Ich hatte es mal ausprobiert und das war normalerweise, wenn man läuft, schafft man eine Strecke. Ich glaube, es waren 100 oder 200 Kästchen. Da will ich mich jetzt aber nicht festlegen. In 16 Sekunden. Mit diesem Eistrick waren das allen Ernstes nur noch, also keine 16 Sekunden mehr, sondern nur noch, Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Jo. Sondern nur noch 3 Sekunden, sondern nur noch mit dem Laufen über Eis noch 6 Sekunden und mit dem Lasermod-Trick nur noch 3 Sekunden. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie schnell das war. Also in 3 Sekunden sowas abzufrühstücken ist, ja, ist ziemlich zügig, will ich mal meinen. Das lagere ich jetzt hier mal zwischen, habe ich jetzt auch vergessen. Gut, den Dreck, habe ich Dreck hier noch in der Kiste? Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Das heißt, ich brauche als erstes, auch wenn es mir nicht gefällt, ein bisschen Schmutz. Aber Gott sei Dank sieht das hier ja recht schäbig aus und da müssen wir sowieso ein bisschen dran arbeiten. Dann machen wir uns hier jetzt erstmal ein bisschen Dreck. So, das soll dann auch mal reichen. Ach, das Loch dann hat dann die Endmaße, wenn ich dann meinen Quarry wieder anschmeiße auf der Fläche, die ihr jetzt gesehen habt. Das waren drei mit Platten der Stärke. Panel. Gut. Dann nehmen wir den mal weg. So, also Paneele. Da soll nachher im Endeffekt ihr Pfeiler stehen. Das heißt, ich befestige jetzt hier erstmal Paneele an den Seiten, ihr jetzt da kennt. Wird der Pfeiler tatsächlich hohl werden? Das ist so auch vollkommen beabsichtigt. So. Slabs und Panel. Ah. Na komm, jetzt rechne doch mal. Ach, ich hasse das. Ich werde mir jetzt aber auch demnächst eine neue Festplatte holen, damit ich hier das vielleicht ohne Ruckeln hinbekomme. Weil meiner Recherche nach liegt das Haupt tatsächlich am Nichtvorhandensein von einer zweiten Festplatte. So, jetzt gucken wir noch mal kurz, ob das so korrekt ist. Ja, korrekt, korrekt, korrekt. Und da bin ich dann mal gespannt, ob das mit den Rucklern zu Ende ist. Gut, jetzt als nächstes brauchen wir dann von den Slabs noch hier diese Trips, so, davon machen wir uns jetzt erstmal 8 Stück. Ach, Quatsch. Ach, Mensch. So. Und die werden dann hier immer befestigt. Oh, ich finde, das sieht dann irgendwie so
ankerisch aus. Auch ein bisschen urisch. Ah, so. Dann wieder 3.